Hi, Simon von Games and Tables wieder hier und wir führen zwischen Feiertagen die Trickkiste noch einmal fort, um die Welle 1 abzuschließen mit dem YT 1300 für Scum & Villainy, also der Millennium Falke aus dem Solo-Film, also dem Film über Han Solos Hintergrundgeschichte und wie er an den Flieger gekommen ist. Das Ganze wird jetzt so ein bisschen durchmischt. Ich kann es nicht so perfekt zweiteilen, weil ich hier und da mal ein bisschen Querreferenzen machen musste. Ich werde nicht nur den YT vorstellen, sondern auch die Rettungskapsel dazu. Das ganze Modell ist ja so ein lustiges Action-Modell. Man kann vorne die Rettungskapsel rausziehen und ja, gesondert einsetzen. Aber es ist relativ wichtig, manchmal diese auch mit an Bord zu haben. Und da gibt es halt besondere Synergien. Manchmal lohnt es sich aber auch, den Titel mitzunehmen, ohne die Rettungskapsel dabei zu haben. Aber das alles jetzt dann im Detail nach und nach. Ich fange an mit dem Hauptschiff, also dem YT 1300. Und zwar als erstes dem Frachterkapitän. Oder Captain, Frachterkapitän, das ist hier tatsächlich ein bisschen denglisch. Mit Initiativewert 1, also ein sehr unerfahrener Captain. Einen 2 Angriffswert, Turret in zwei Richtungen. Also das ist erstmal die erste Sache, die man klären muss. Ist eine Turmwaffe, die halt den, ich sag mal, Doppelwinkel hat. Also die hat auf zwei gegenüberliegenden Seiten den Feuerwinkel, den es dann drehen kann zwischen halt zwei verschiedenen Stellungen. Einwendigkeit, 8 Hülle, 3 Schilde. So, im Vergleich der normale YT, den wir kennen von Han Solo, nachdem er den weiter modifiziert hat, deshalb finde ich es hier ein bisschen irreführend, dass dieser auch schon modifizierter YT 1300 Frachter heißt, hat einen 3er Angriff und hat 5 Schilde. Also da entsprechend noch ein gutes Stück mehr. Die Aktionen, die der hier hat, sind Fokuszielerfassung, roten Boost und Feuerwinkeldrehen in weiß. Also Fokuszielerfassung ist, glaube ich, denke ich, klar, dass man das dabei haben wird. Einen roten Boost finde ich gut, dass der dabei ist. Einfach, das haben sie generell ja bei vielen Schiffen gemacht, habe ich jetzt in diversen Videos auch schon erwähnt. Sie haben mehr Fassrollen und Boosts den Schiffen generell hinzugefügt, da man sie nicht mehr per Karten nachrüsten kann. Sie sind aber bei Schiffen, wo sie ja eigentlich nicht so typisch vielleicht sind, also wo sie möglich sind mit dem Schiff, aber ja nicht so gut zu fliegen sind, halt rot. Wie im Falle des YTs ist jetzt der Boost rot. Ist trotzdem gut zu haben und man kann halt per Ausrüstungskarte den weiß machen, dazu später mehr. Feuerwinkel drehen ist halt auch ziemlich klar, sobald man eine Turmwaffe hat, kann man in irgendeiner Form den Feuerwinkel drehen. Und das ist dann entsprechend jetzt hier mit auf der Aktionsleiste drauf. Also man muss auf seinen Fokus zum Beispiel verzichten, wenn man lieber seinen Feuerwinkel drehen muss, aber da gilt dann meistens lieber schießen als modifiziert gar nicht schießen. So, vom Profil her, erstmal bevor wir aufs Manöverrad eingehen, ist der YT zäh, 11 Lebenspunkte, Einwendigkeit zwar nur, aber 11 Lebenspunkte ist erstmal ein Haufen. Aber der 2er Angriffswert irritiert dann doch ziemlich. Macht ihn auch erstmal nicht ganz so gut. Er kostet nur 46 Punkte, der kleinste, also er ist auch nicht wirklich teuer. Wenn man sich anschaut, was andere Großturmwaffenschiffe mit einem 3er Torwert so kosten, also der andere YT fängt, glaube ich, bei irgendwas in der 70 an, oder bei, ja doch, irgendwas in der 70 fängt er an, also ein gutes Stück teurer, und er hat durch einen 2er Angriff halt die kleineren Punktkosten. Das ist zwar ganz gut, dass er nicht ganz so viel kostet, aber trotzdem zahlt man hier schon ein Viertel seiner Staffel für ein Schiff, das zwar viel aushält, aber wenig austeilt. Zwei Angriffe sind immer mit Vorsicht zu genießen, denn wenn der Gegner halt ein Schiff mit 3er Wendigkeit und Fokus hat, kommt vom 2er Angriff herzlich wenig durch. Insofern, da muss noch ein bisschen was kommen. Jetzt gehen wir erstmal kurz aufs Manöverrad ein und dann auf das, was kommt. Das Manöverrad vom YT ist quasi das gleiche wie vom YT für die Rebellen. Blaue Banks im 1er Bereich, beim anderen YT sind sie im 2er Bereich. Ansonsten 3er Sailor's Loop ist großartig, den jetzt zu haben. Vorher war, also in der alten Edition war das nur mit dem neueren Titel, also mit dem Titel von Race Falcon quasi. Jetzt kann er generell rote Sailor's Loops, kann immer noch sein 4er Choreogran, hat die 2er und die 3er Ecken, keine 1er Ecken. Insofern da ein bisschen die größeren Kurven angepeilt, aber das ist alles eigentlich ganz gut, das Manöverrad. Es hat viele weiße, viele blaue oder genug blaue Manöver. Und auch ein paar rote Optionen zur Verfügung, um dem Schiff entsprechend geflogen zu werden. Wie fliegt man so ein Schiff? Und ja, ich bin immer noch nicht darauf eingegangen, was den 2er Angriff geht, aber das macht nichts. Man fliegt ein großes Turmwaffenschiff in großen Kreisen.
Und zwar stellt man den Winkel meistens zur Seite ein und fliegt dann Kreise um den Gegner herum und schießt ihn ganz halbe Breitseiten voll. Den Skunk YT im Speziellen fliegt man genau so, aber noch bedachter darauf, dass man das Hindernisfeld zwischen dem Gegner und sich selbst hat. Denn die bevorzugte Karte ist Trickschuss auf jeden Fall, da werde ich gleich bei den Elite-Piloten noch näher drauf einkommen, aber man wird auch an den Piloten noch sehen, warum. Und man kann sehr, sehr gut mit diesem Hindernisfeld dann zusammenarbeiten, um seine Defensive aufrechtzuerhalten, um den Gegner auszumanövrieren und vor allem seine Offensive halt allein durch Trickschuss, aber auch durch andere Karten zu verbessern. Das heißt, man versucht ein enges Hindernisfeld zu bauen, damit seinem Schiff außen rum zu fliegen und den Gegner halt zum Wahnsinn zu treiben, weil er entweder durchs Hindernisfeld durchfliegen muss, um einzugehen und dann entsprechend in die ungünstige Situation kommt, oder sich halt auf dieses Wettrennen quasi einzulassen, da rumzufliegen. Wenn der Gegner sich dann aber entscheidet, hey, ich kann auch einfach eine Kehrtwende machen und andersrum um das Hindernisfeld herumfliegen, muss der YT-Spieler entsprechend schnell genug schalten, ebenfalls die Wende machen und vor dem Gegner wieder wegfliegen. Was mit einem Boost relativ gut möglich ist, oder aber man versucht einfach auf den Gegner zuzufliegen, in die Kollision rein, über ihn drüber hinweg, ein bisschen nach hinten schießen und sich wieder ums Hindernisfeld herum zu verdrücken. Und man sollte natürlich die restliche Staffel einsetzen, um den Gegner in die entsprechenden Positionen zu drängen, wo man ihn haben will. So, jetzt sind wir schon ein bisschen mehr in die Spielweise abgedriftet. Jetzt nochmal einmal ein bisschen zur Ausrüstung des kleinsten Piloten, die sich definitiv lohnt, um ihn spielbarer zu machen. Landos Millennium Falke ist nämlich der Titel für dieses Schiff, den man für 6 Punkte ausrüsten kann. Man darf eine Rettungskapsel bei sich andocken, man muss aber nicht. Solange eine Rettungskapsel bei dir angedockt ist, darfst du seine Schilde ausgeben, als wären sie auf deiner Schiffskarte. So wie ich das jetzt verstehe, ich finde die Formulierung etwas schwierig, aber so wie ich das verstehe, heißt es, man kann quasi diese beiden Schilde seinem Pool hinzufügen. Jetzt könnte man argumentieren, du darfst die Schilde ausgeben, als wären sie deine, dass man das nur für Sonderfähigkeiten nutzen kann. Ich habe jetzt nicht auf den genauen Wort an den Regeln gerade geguckt, wie das generelle Schilde verlieren bei Schaden ist, aber ich denke einfach mal hier, man kann die Schilde der Rettungskapsel auch benutzen, wenn man Schaden erleidet, wodurch man auf die effektiv 5 Schilde auch wieder hochkommt. Solange du einen Primärangriff gegen ein gestresstes Schiff durchführst, wirfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel. Und das ist der Punkt, warum die Karte diese 6 Punkte wert ist, auch ohne eine Rettungskapsel. Wenn man einen Primärangriff gegen ein gestresstes Schiff durchführt, wirft man einen zusätzlichen Angriffswürfel. Man hat also quasi einen 3er Angriff. Gegen gestresste Schiffe ist jetzt der Nachteil daran. Man muss erstmal Stress auf den Gegner bekommen oder hoffen, dass der Gegner sich selber stresst. Das kann natürlich jetzt viel durch Linked Actions passieren oder durch Trümmerfelder, durch die er fliegt. Das sind, glaube ich, so die beiden häufigsten Situationen, wo das passiert. Es fehlen momentan nämlich noch so die Ausrüstungskarten, Stress auf den Gegner zu legen. Klar, das Erste, was in den Kopf aufkommt, ist 000. Habe ich ja im letzten Video zu Firespray schon erklärt. 000 ist eine großartige Karte und im schlimmsten Fall kriegt man halt einen Calculate, den man einsetzen kann, um seine Verteidigung zu verbessern. Denn meistens nimmt man als Aktion hier Fokus. Man kann natürlich auch als Aktion eine Zielerfassung nehmen und den Gegner dann so ein bisschen dem Gegner zu suggerieren, hey, wenn ich jetzt ein Calculate habe, dann habe ich ja schon fast das perfekte Fixing mit allen Rerolls und dann ein Auge drehen, dann wird dieser Angriff schon sehr stark. Vielleicht möchtest du lieber den Stress haben. In dem Fall hier will der Gegner niemals den Stress haben, da man hier dann extra Angriffswürfe wirft. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Deshalb finde ich 000 nicht so gut für den YT, da die Entscheidung relativ klar ist und nur ein Calculate zu bekommen, hilft einem jetzt auch nicht so extrem viel. Also, da ist man so ein bisschen darauf angewiesen, was spielt der Gegner für Kombinationen, was hat er für Linked Actions, was hat er für Fähigkeiten, die ihm vielleicht Stress geben, um das entsprechend abzustrafen. Hat er nichts davon, ist es mit diesem 2er Angriff doch relativ mau. So, bevor ich jetzt auf die Rettungskapsel eingehe, erstmal noch ein bisschen weiter durch die YTs. Da haben wir nämlich als nächstes L337, also man könnte Lead nennen oder einfach L337. Druiden, Revolutionärin, Initiative Wert 2, hat natürlich statt Focus Calculate auf der Aktionsleiste, ist ein Druid. Und dann die Fähigkeit, falls du keine Schilde hast, verringere die Geschwindigkeit deiner Drehmanöver, also die leichten Kurven. Was bedeutet beim YT von weiß auf blau? Blau wird nicht leichter, blau bleibt blau, aber von weiß gehen wir auf blau runter. Nein, Senior's Loop wird davon nicht betroffen, es ist kein Drehmanöver.
ja, kostet nur einen Punkt mehr als der Frachter-Captain, also 47 Punkte. Dafür den Initiative-Wert mehr und eine Fähigkeit, die halt, nachdem er die ersten drei Schaden bekommen hat, dann auch kommt und einem die Bankmanöver halt erleichtert, ist nett. Aber jetzt auch nicht so meine Wahl. Ist keine Fähigkeit, die so, wow, geil, super stark ist. Es ist nett zu haben, aber ich denke, dass die anderen Piloten hier deutlich interessanter werden können. Deshalb überspringe ich hier L337 auch einfach mal relativ direkt und gehe zu Lando Calrissian. So, Lando hat natürlich sein Schiff selbst geflogen, mit Initiativewert 4 in diesem Fall. Hat wieder Fokus, ist ja ein Typ. Und nachdem du Würfel geworfen hast, falls du nicht gestresst bist, darfst du einen Stressmarker erhalten, um alle deine Leerseiten neu zu werfen. So, ja, hier haben wir einen Stress, aber für uns selbst. Doof. Den kriegt man jetzt nicht so leicht auf den Gegner rübergeschaufelt. Und er verhindert so ein bisschen, dass man den roten Boost nutzt. Da muss man schon verbesserte Triebwerke einsetzen, damit man den roten Boost weiß macht. Aber die Fähigkeit an sich ist gar nicht so schlecht, wenn man in der Lage ist, viele Würfel zu werfen. Ist er jetzt so pauschal nicht? Also, ein Elite-Slot, Trickschuss. Wenn man durch ein Hindernis hindurchschießt, kriegt man Angriffswürfel dazu. Dann hat man schon mal 3. Dann kann man diese Fähigkeit vielleicht doch mal öfter einsetzen, um alle Leerseiten neu zu würfeln. Er fliegt generell eigentlich mit Fokus rum und kann entsprechend alle Augen auf Hits drehen und damit seine Offensive dann schon schöner gestalten. Falls man den Boost mal machen möchte, trotzdem seine Fähigkeit einsetzen möchte, sollte man verbessertes Triebwerk einsetzen. Jetzt gebe ich aber direkt die Warnung dazu. Verbessertes Triebwerk kostet für eine große Base 9 Punkte. Das ist viel. Lando selbst kostet 49 Punkte. 9 Punkte drauf sind wir schon bei 58. Ein Trickschuss kostet zum Glück nur 1, sind wir bei 59 Punkten. Für ein Schiff, das ab und zu mal einen 3er Angriff hat, sonst meistens einen 2er Angriff. Da kann zwar alle Leerseiten neu würfeln für einen Stressmarker, ist dann aber gezwungen, blaue Manöver zu fliegen. Nicht ganz so toll. Packen wir Landos Millennium-Flaggen drauf, hat man natürlich mal ab und zu einen Angriffswürfel mehr, wenn der Gegner noch gestresst ist. Auch das relativ situativ. Es kann dann sein, dass man bis zu 4 Angriffswürfel hat, mit der Gegner ist gestresst und man schießt durch ein Hindernisfeld. Dann ist Landos Fähigkeit mittlerweile ziemlich gut, aber die Situation muss halt erstmal entstehen. Um jetzt diesen Stress loszuwerden, kann man, da man ja eigentlich eh den Titel immer wieder, also immer ausstattet, auch noch eine Rettungskapsel einsetzen. Und da will ich jetzt einmal kurz dazwischen sprenkeln und die nicht nach Reihenfolge machen. Die Rettungskapsel L337. Also landungsgetreuer Roboter als Pilotin der Rettungskapsel. Initiativewert 2 nach wie vor, also ist jetzt nicht schneller oder besser geworden im Fliegen, nur weil sie in der Rettungskapsel sitzt. Hat die gleiche Fähigkeit in der Rettungskapsel, falls du keine Schilde hast, verringert die Schwierigkeit deiner Drehmanöver. Jetzt hat diese Rettungskapsel aber noch eine Co-Pilot-Fähigkeit. Die hat die Rettungskapsel an sich inne, in allen Varianten, bis auf einer, komme ich später zu. Co-Pilot besagt, solange du angedockt bist, hat dein Trägerschiff deine Pilotenfähigkeit zusätzlich zu seiner eigenen. Soll heißen, Lando hat zu seiner eigenen Fähigkeit, er kann Stress nehmen, um Leerseiten neu zu würfeln. Noch die Fähigkeit, wenn er keine Schilde mehr hat, sind die Bankmanöver blau. Also leichter. Das ist natürlich eine ziemlich schöne Kombination, da er dann mehr Manöver zur Verfügung hat, um den Stress wieder abzubauen und in der nächsten Runde wieder Stress zu nehmen, um Leerseiten neu zu würfeln. Jetzt kostet diese Rettungskapsel allerdings auch einfach mal 22 Punkte mit L337. Heißt, Lando 49 plus 6 für den Titel sind 55, plus 22 sind wir bei 77 Punkten. So, wir lassen mal das verbesserte Triebwerk weg, wir packen aber Trickschuss rein, sind wir bei 78 Punkten. Einfach nur für dieses Schiff, das vielleicht mal ein 3er, vielleicht mal ein 4er, aber in den meisten Fällen einen 2er Angriff hat. Den es zwar sehr gut modifizieren kann, aber der trotzdem in den meisten 3er-Wendigkeiten hängen bleiben wird. Gut, jetzt nicht in meinen, meine sind halt meistens Black-Black-Auge, aber trotzdem... In dem Normalfall macht mir 2er Angriff nicht so viel. Ja, ich weiß gar nicht, was ich viel mehr dazu sagen soll. Es ist halt ein nettes Schiff, das zwar schon Spaß macht zu fliegen an für sich, aber es ist halt nicht so belohnend, weil dieser Angriff so ein bisschen fehlt. Jetzt kommen wir aber zum letzten YT-Piloten, der natürlich Han Solo ist. Initiative Wert 6. Damit ist meines Wissens die Scamavillini-Fraktion die erste mit 3 Piloten, die Initiative Step 6 haben. Und Han Solos Fähigkeit hier ist, solange du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, falls der Angreifer durch ein Hindernis versperrt ist, darfst du einen zusätzlichen Würfel werfen. Also Trickschuss Deluxe.
Denn man kriegt auch in der Verteidigung den extra Angriffswürfel, wenn der Schuss versperrt ist. Und halt auch im Angriff. Han Solo hat natürlich auch einen Elite-Slot. Das heißt, Han Solo, der hier 54 Punkte kostet, ein stolzer Aufpreis, gerechtfertigt durch Initiative Welt 6 und die Fähigkeiten, Angriffswürfel dazu zu bekommen. Gepaart mit Trickschuss, gepaart mit Landos Millennium Falcon-Titel. Heißt, wenn der Gegner hinterm Hindernis steht, hat man schon 4 Würfel. Ist er gestresst 5, steht er sogar auf Range 1 und 6 Angriffswürfel. Das ist ziemlich viel, dass man da auf den Gegner schmeißt. Man hat jetzt hier natürlich wenig Fixing, man hat einen Fokus. Man könnte jetzt hier überlegen, Lando Calrissian in der Rettungskapsel mit an Bord zu bringen. Der kostet 26 in der Rettungskapsel und hat die gleiche Fähigkeit wie im YT. Soll heißen, über die Co-Pilotenfähigkeit der Rettungskapsel bringt Lando Han Solo dann das nötige Fixing mit. Entsprechend, ich darf alle Augen drehen. Nicht alle Augen, ich darf alle Leerseiten neu würfeln. Entschuldigung. Alle Leerseiten neu würfeln. Jetzt hat auch er das Problem, da habe ich schon einen Stressmarker, wenig Manöver zur Auswahl. Dann gibt es eine Crew, die habe ich jetzt vergessen rauszuholen, aber die kostet 4 Punkte, so viel weiß ich noch im Kopf. Wo sind meine Scam-Karten? Ach, viel zu viele Rebellen hier. Da. L337 als Crew hat erstmal die Fähigkeit, legt die Karte offen hin, das ist eine Dual-Card. Also die Vorderseite nach vorne. Wie man jetzt hier die Vorderseite so richtig erkennt, ist wahrscheinlich die mit dem Crew-Symbol. Also, hier steht, rüste diese Seite offen aus. Nicht einfach rüste die Seite, die Karte offen aus, sondern rüste diese Seite offen aus. Also es fängt hier auf der L337-Seite an. Solange du verteidigst, darfst du diese Karte umdrehen. Falls du das tust, muss der Angreifer alle Angriffswürfel neu werfen. Für 4 Punkte ein relativ mauer Effekt, aber schon gar nicht so schlecht, falls der Gegner mal ein Torpedo schießt und bam, 4 Hits dahin legt. Dann kann man sagen, hier, würfel mal alle neu. Hoffentlich hast du ein paar Blanks dabei, denn die dürfen ja nicht nochmal neu gewürfelt werden durch die Zielerfassung zum Beispiel. Der Verteidiger muss zuerst modifizieren, also man kann nur den initialen Wurf des Angreifers neu würfeln lassen und er muss dann auch alles neu würfeln. Man kann nicht sagen, ja, würfel mal die Hits neu. Insofern situativ, aber nett. Wenn man die Karte umgedreht hat, ist es eine Konfiguration. Und zwar die Programmierung von L337. Falls du keine Schilde hast, verringere die Schwierigkeit deiner Drehmanöver. Irgendwoher kennen wir diese Fähigkeit. Und das in Kombination mit Han Solo, der Lando an Bord hat, heißt dann wieder, hat Hans seine ganzen Schilde verloren, dann kann er entsprechend wieder, hat er mehr blaue Manöver zur Verfügung durch die Bankmanöver, die blau werden, und kann den Stress schneller loswerden, den er durch Landos Fähigkeit bekommt. Diese ganze Kombination wird allerdings jetzt ziemlich teuer. 54 Punkte für Han, 6 Punkte für den Titel, sind wir bei 60, 26 für Lando, sind wir bei 86, plus 4 für L337, sind wir bei 90 Punkten, plus Trickschuss 91 Punkte. Das ist eine Menge, die man da reinsteckt. Für ein Schiff, das man einen sehr guten Angriff haben kann, aber nicht muss. Ich bin jetzt hier mit den YT-Piloten soweit schon quasi durch. Möchte jetzt aber noch ein bisschen mehr zum Spielverhalten erstmal sagen, bevor ich auf die restlichen Rettungskapseln eingehe und auf eventuelle Ausrüstung. Also, Spielart von dem YT, habe ich vorhin schon gesagt, ist um das Hindernisfeld herumfliegen, möglichst durch die Hindernisse schießen, denn das Schiff braucht den Trickschuss, es braucht diesen extra Angriffswürfel dadurch einfach. Jetzt ist eine Crew, Tobias Beckett zum Beispiel, mit 2 Punkten, sehr, sehr schön, denn er kann, nachdem aufgebaut wurde, nachdem die Schiffe hingestellt wurden, nochmal ein Hindernis neu platzieren. Dadurch kann man das Hindernisfeld eher nach seinen eigenen Wünschen gestalten und dann entsprechend seinen Anflug damit besser umsetzen und dieses Hindernisfeld mehr in Szene setzen, könnte man sagen. Jetzt hat man aber das Problem, wenn man so sehr mit den Hindernissen synergieren möchte, jetzt gibt es ja seismische Bomben. Seismische Bomben machen Hindernisse weg. Habe ich im letzten Video erklärt, ist super lustig, wenn man eine Firespray spielt, ist nicht so schön, wenn man YT spielt. Denn man möchte Hindernisse haben, gerade mit Han Solo, damit man da die mehr Angriffswürfe bekommt. Also, wenn der Gegner viele seismische Bomben einsetzt und sich sagt, hey, ich spiele gegen diesen Han Solo YT, wie wäre es mal, ich zerlege das halbe Hindernisfeld, dann habe ich kein Problem mehr damit. Dann muss man zusehen, dass man das Hindernisfeld irgendwie wieder aufgestockt bekommt, sprich, man sollte eine manipulierte Frachtrampe mitnehmen, kostet ebenfalls 4 Punkte. Und als Aktion, hat nur eine Ladung, kann man entsprechend mit der Einsatzschablone nach hinten ein neues Trümmerfeld auslegen. Zählt als Hindernis, funktioniert also für die eigene Fähigkeit. Ist auch besonders gut, wenn der Gegner sich hinter einen bewegt hat. Man hat seinen Winkel nach hinten vorzugsweise gedreht, man fliegt, legt das Trümmerfeld hinten aus, hat sofort ein Hindernis dazwischen, um den Schuss zu verdecken
und kann damit die Leute hinter sich mit, bei Han Solo mit 2 zusätzlichen Würfeln, also mit 4 Angriffswürfeln, beschießen und hat selber sogar 2 Verteidigungswürfe. Auch das sind wieder Punkte, die oben drauf kommen. Das heißt, bei den 91 Punkten, wo wir gerade waren, sind wir jetzt schon bei 95 Punkten. Teuer. Wenn man es gut fliegt, kann es gut sein. Es ist aber auch verdammt schwer, das gut zu fliegen, denn der Gegner fliegt mit und wird sein Bestes tun, die Hindernisfelder nicht dazwischen zu haben. Insofern finde ich den YT extrem schwierig. Es liest sich alles ziemlich witzig und cool und toll, aber es ist sehr schwer umzusetzen. Ich habe es probiert, ihr habt das eine Video ja schon gesehen. Ich habe danach noch nicht viel mehr Spiele damit gemacht, also ich glaube eins noch. Und er ist wirklich schwer umzusetzen. Und deshalb bin ich noch sehr skeptisch, was das Schiff gerade im kompetitiven Bereich betrifft. Wir haben ja schon ein Turnier gespielt gehabt mit 2.0 und da hat ein Gegner von mir den YT eingesetzt. Und gut, in dem Spiel, das wir gespielt haben, ist er vom Tisch geflogen. Das war halt einfach ärgerlich. Deshalb habe ich das Spiel auch im Endeffekt nicht gezeigt auf seinen Wunsch hin. Aber er war insgesamt auch vom YT einfach nicht angetan. Wir haben ein bisschen gequatscht und sein Gesamtresümee vom Turnier war, dieser YT ist einfach nicht so toll. Da gibt es bessere Auswahl. Das ist so ein bisschen das Problem, dass einfach dieser Scum-YT hat, dieser 2er aufgedruckte Angriffswert. Man kann über Kombinationen da zwar mehr draus rausholen, aber der Gegner ist in der Lage, alle diese Sachen auch mit geschickten Fliegen zu verhindern. Und dann ist das Schiff ein sehr teures Schiff, ja nahezu ohne Angriff. So, jetzt noch die letzten 2 Rettungskapseln. Ich greife mal erstmal den Pionier aus dem Outer Rim vorweg. Der geschickte Gesetzlose. Befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 1 können Angriffe in Reichweite 0 zu Hindernissen durchführen. Er ist einzigartig, also es gibt hier keine generische Rettungskapsel, das muss man schon dazu sagen. Die Fähigkeit ist ganz nett, er kostet 24 Punkte. Und zur Rettungskapsel selbst bin ich noch gar nicht so sehr eingegangen, nur auf die Stats, wenn man sie halt an Bord hat. Die Rettungskapsel selbst hat natürlich auch ein Profil, sie kann ja auch alleine fliegen theoretisch. Also sie hat ein komplettes 2er Profil, 2 Angriff, 2 Wendigkeit, 2 Hülle, 2 Schilde. Fokus, Fassrolle und ein rotes Koordinieren. Und das ist gerade entscheidend, denn das ist bisher das einzige Schiff bei Scum & Villainy, das koordinieren kann. Für 2 Punkte Aufpreis, das hat einen Crew-Slot, kann man den Taktikoffizier, ist da glaube ich, einsetzen, der das rote Koordinieren weiß macht. Und schon hat man ein relativ günstiges, bei dem Pionier für insgesamt 26 Punkte, günstiges Unterstützungsschiff, um ja, die Koordinieren-Aktion für andere Schiffe zur Verfügung zu haben, um bei anderen Schiffen die Doppelaktion zu haben. Die Fähigkeit in Reichweite 0 bis 1 zu für Schiffe in Reichweite 0 bis 1 auch dann noch Angriffe durchzuführen, wenn sie in Reichweite 0 zu Hindernissen stehen, also auf einem Hindernis, ist nett. Und sobald man sie hat, kann man das vielleicht auch aggressiver ausnutzen, vor allem gepaart mit den ganzen Minenteils, die ja bei der Bewegung Hindernisse ignorieren. Das heißt, sie dürfen dann sogar auf dem Hindernis stehen bleiben und immer noch schießen, weil der Pionier es ihnen erlaubt. Das kann eine ganz gute Kombination herbeiführen und auch wieder das ganze Spiel mit den Hindernissen, mit Trickschuss gepaart, den extra Angriffswürfel vielleicht noch dazu bekommen, ist, ja, entstehen da recht schön synergetische Listen, die schwierig zu fliegen sind, aber sehr belohnend sein können, wenn man es hinbekommt. Also der Pionier, nette Fähigkeit, ist nicht zu teuer, das funktioniert an sich ganz gut. Letzte Rettungskapsel, Initiative Wert 1 für gerade mal 12 Punkte, Autopilot-Drohne. Wieso 12 Punkte? Wieso etwa die Hälfte aller anderen? Das ist sehr einfach zu beantworten. Hier gibt es keine Co-Pilotenfähigkeit, denn die Autopilot-Drohne hat keine Fähigkeit an für sich, sondern eine Schiffssonderregel manipulierte Energiezellen. Wir haben hier 3 Energie auf dem Schiff und die Fähigkeit besagt, während der Systemphase, falls du nicht angedockt bist, verliere eine Energie. Am Ende der Aktivierungsphase, falls du 0 Energie hast, wirst du zerstört. Bevor du entfernt wirst, erleidet jedes Schiff in Reichweite 0 bis 1 einen kritischen Schaden. Wir haben also eine fliegende Bombe. Eine fliegende Protonenbombe, um genau zu sein, denn macht ja kritischen Schaden. Das Ganze dauert jetzt allerdings 3 Runden. Also man dockt ab am Ende und dann während der Systemphase, also man dockt ab und dann kann man direkt schon eine Ladung verlieren. Die Runde danach verliert man eine Ladung, die Runde danach verliert man eine Ladung und dann am Ende der Aktivierungsphase explodiert man. Also man macht 3 Bewegungen mit der Autopilot-Drohne, bevor sie explodiert.
Und jetzt brauchen wir mal das Manöverrad von dem, von der Rettungskapsel. Also wir fangen an mit dem roten Stehenbleiben, was vielleicht nicht so förderlich ist, wenn man bei dem Gegner explodieren möchte, neben den eigenen Schiffen stehen zu bleiben. Aber ist man beim Gegner schon angekommen, kann sich das Stehenbleiben sehr lohnen. Wir haben 1er Banks in Blau, 1 geradeaus Blau, 2 geradeaus Blau, Rest ziemlich weiß. 2er Ecke Rot, keine anderes Ecke Manöver. Also das Schiff, das die Rettungskapsel ist nicht wendig und sie ist auch nicht sonderlich schnell mit 3 geradeaus als schnellstes Manöver. 3er Koyogran ist mit dabei, also eine Wendemöglichkeit ist vorhanden. Es macht das Ganze aber relativ schwierig, die Autopilotdrohne nahe den Gegner heranzubringen. So, und jetzt eine Sache, die ich noch nicht so ganz eruieren konnte, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Ich habe es auch nicht online recherchiert, entschuldigt dafür, das würde ich noch entsprechend nachholen. Bevor du entfernt wirst, erleidet jedes Schiff in Reichweite 0 bis 1 einen Schaden. Ist das jetzt ein Pflichtteil der Fähigkeit darüber, also nur wenn man den Energiepunkt verliert, den letzten, und dann entfernt wird, oder auch wenn man regulär zerstört wird? Meine Vermutung ist letzteres. Auch wenn man regulär zerstört wird, explodiert das Teil. Ich mag mich aber irren. Es ist halt alles Teil dieses Absatzes mit dem fettgedruckten Text darüber. Und normalerweise sind getrennte Effekte auch in getrennten Absätzen. Von daher möchte ich mich nicht darauf festlegen. Es kann auch gut sein, dass sie wirklich nur explodiert, wenn sie dritte Ladung verliert. In dem Fall finde ich die Rettungskapsel, also den Autopiloten, nicht wirklich gut. Denn er muss zwei Runden am Leben bleiben, um dann in der dritten Runde endlich zwischen den Gegnern vorzugsweise zu explodieren. Es lohnt sich auch erst, wenn der Gegner noch viele Schiffe hat, also am Anfang des Spiels, da hat der Gegner aber auch noch seine größte Offensive zur Verfügung. Schwierig, sehr schwierig, das gut einzusetzen, um diesen einen Crit hinzuzufügen. Ich meine, 12 Punkte sind einfach wirklich nicht viel und man kann es auch gut einsetzen mit dem Fangentitel gepaart, einfach um die 2 Schilde seinem Hauptschiff hinzuzufügen und dann irgendwann später, wenn die Schilde ausgegeben sind, das Schiff nochmal, die Autopilotdrohne rauszuschicken, aber dann sind die Schilde auch weg, dann hat es nur 2 Hülle, das heißt dann, wenn der Gegner drauf schießt, ist das Schiff sehr wahrscheinlich zerstört. Schwierig einzusetzen, ich finde es eine witzige Idee, das hinzuzufügen, aber ich habe noch keine Liste gefunden, wo ich sage, jo, da möchte ich das drin spielen. Und insofern, weiß ich noch nicht, ob das so taugt. Aber es ist definitiv witzig, das mal auszuprobieren, würde ich sagen. So, damit bin ich aber auch schon durch mit dem Schiff. Also, competitive sehe ich es nicht. Tatsächlich, ganz ehrlich, ich finde den YT 1300 für Scum durch den Aufgrund im 2er Angriff dann doch etwas zu schwach auf der Brust. Man kann zwar über ganz viel Kombination da mehr draus machen. Die einzige Kombination, wo ich sagen würde, die kann man wirklich gut spielen, weil sie punktetechnisch nicht zu teuer ist, Han Solo mit Titel, Trickschuss, manipulierter Frachtrampe und Tobias Beckett. Das sind, lass es mich kurz zusammenrechnen, 12, 13, 67 Punkte. Das ist in einem vertretbaren Rahmen. Er hat die Möglichkeit, auf bis zu 5 Angriffswürfe zu kommen, auf bis zu 6 Angriffswürfe zu kommen, wenn man Range 1 dazu nimmt. Aber durch Hindernis und Range 1 ist einfach extrem unwahrscheinlich. Deshalb sagen wir mal eher, 4, 5 Angriffswürfe ist möglich. Oder sagen wir 3 bis 5, das ist so der Raum, in dem man sich ganz gut bewegen kann. So, jetzt habe ich schon 50 Mal meine Aussage korrigiert, aber es macht ja nichts. Für 67 Punkte mit insgesamt 11 Lebenspunkten ist das ein Schiff, das man doch mal gut einsetzen kann und gut kombinieren kann. Man hat eine Frachtrampe dabei und jetzt kann man anfangen zu überlegen, hey, ich nehme jetzt einfach mal noch 2 Schiffe dazu, die ebenfalls Frachtrampen haben. Beispielsweise Zuckus und Phielom auf dem G1A, wenn man Extended Format spielt. Die können beide ebenfalls eine Frachtrampe mitnehmen. Dann packt man Tobias Beckett auf einen von den anderen beiden, auf Zuckus zum Beispiel. Phielom möchte eigentlich immer 000 haben. Die kann man auch ein bisschen ausrüsten, da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Wichtig ist, man kann dann noch Jabba auf Han Solo einsetzen. Mag jetzt flufftechnisch nicht so passen, ist jetzt aber für Spieler erstmal egal. Jabba hat nämlich die schöne Fähigkeit, dass er in der, ich glaube es war die Systemphase, Jabba, da, in der Endphase, darf man ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen, eine Ladung von Jabba, der 4 Ladungen hat, ausgeben, um eine Ladung von einem Illicit Upgrade aufzuladen. Manipulierte Frachtrampe ist ein Illicit. Insofern kann man die Trümmerfelder nachladen durch Jabba.
und kommt dann, wenn man Philon, Zuckus und Hans jeweils ein Trümmerfeld gibt, plus Jabba, auf insgesamt 7 Trümmerfelder, die man ins Spiel bringen kann. Man muss natürlich lange genug leben, um das hinzukriegen. Das heißt, man versucht, die ersten Runden vom Gegner wegzufliegen und dieses Hindernisfeld weiter auszufüllen mit mehr Trümmerfeldern, beziehungsweise generell einfach mehr ins Spiel zu bringen, dass man immer wieder durch Hindernisse hindurch schießt. Ist natürlich die Schwierigkeit, dass man irgendwann selber auch durch die Teile hindurchfliegen wird, aber es sind Trümmerfelder, man darf trotzdem schießen, man kriegt zwar Stress, aber das ist ein Übel, das man zur Not mal eingehen kann für diese relativ witzige Liste. Ich habe eine ähnliche Kombination einmal ausprobiert, gegen 4 Phantome. Das war nicht so witzig, denn 4 Phantome sind halt perfekt darin, Hindernissen auszuweichen durch dieses, ja, ich fliege jetzt, also bevor ich mein Manöver mache, erstmal dieses 2 zur Seite oder nach vorne und sonst was und dann mein langes Manöver, dann kann ich auch Fassrolle und dann schieße ich und dann bin ich wieder getarnt und dann bla bla bla. Die weichen Hindernisse halt so leicht aus und machen so viel, also dann doch konsequent Schaden durch die ganze Kombination mit Finte, dass die Liste halt von mir einfach zerlegt wurde. Ich konnte die Kombination gar nicht ausprobieren, das war sehr schade, sehr traurig, da wurde ich einfach perfekt gekontert für einen Test, den ich machen wollte. Passiert, ist doof. Ich habe es danach nicht nochmal probiert gegen was anderes, sollte man aber mal machen. Also ich denke, dass 7 Trümmerfelder ins Spiel bringen doch sehr witzig sein kann. Und man kann sowohl Zuckus als auch Philon Trickschuss geben. Ich würde Philon eher schwer zu treffen geben. Zuckus mit Trickschuss kann sich allerdings lohnen, da er auch selbst schon die Fähigkeit hat, mehr Angriffswürfe zu werfen. Also da entstehen gewisse Synergien, die schwierig zu pflegen sind. Man hat auch nicht viel Wendigkeit, aber wenn man den Gegner halt ein bisschen ausgetanzt bekommt, kann es wieder sehr belohnend sein. Das so als grobes Listenkonzept, als Empfehlung. So, jetzt bin ich aber definitiv am Ende. Mit dem YT-1300 sowie Rettungskapsel. Das Ganze hier ein bisschen chaotisch, aber es ist ja auch Scum mit Villain, die sind ja sowieso ein bisschen zusammengeklöppelt. Ist aber auch schwierig, das Schiff halt wirklich vorzustellen, weil viele Sachen hier zusammenführen, wie der Titel, das ist die Rettungskapsel, die Fähigkeiten der Piloten, Fähigkeiten der Rettungskapsel, eventuelle Ausrüstung, ne, greift halt alles ineinander. Macht das Schiff sehr teuer, macht das Schiff mäßig gut. Das ist so mein Endresümee zu diesem Schiff. Es ist ein schönes Schiff, es sollte definitiv ein Teil jeder Sammlung sein, weil einfach sehr gute Ausrüstungskarten dadurch mit hineinkommen. Allein schon Tobias Beckett, finde ich, ist eine sehr wichtige Ausrüstungskarte. Jetzt weiß ich gar nicht im Kopf, was noch alles drin war. Chewbacca als Crew für Scum definitiv halt auch. Und ich glaube auch Han Solo gibt es da mit dabei für Scum. Insofern, es gibt ein paar Ausrüstungskarten, die hier mitkommen. Lando als Crew mit dabei, also diverse Karten, die man gebrauchen kann. Also das Schiff lohnt sich für die Sammlung, auch wenn das Schiff selbst nicht so competitive ist. Für ein Casual Game reicht es allemal und kann auch wirklich viel Spaß machen. Insofern danke fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.